Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Wir sind jetzt hier mit Ryze unterwegs. Da ich mit Ryze im Ranked mega verkackt habe, als ich ihn nicht ausprobiert habe, ich habe ihn schon mal gespielt, ich dachte, mein Verständnis für Ryze reicht nun aus und habe natürlich mega verkackt. Zweimal, einmal habe ich gegen Diamond Smurfer gespielt, das war natürlich logisch, der Starverkacker. Und einmal gegen einen Sugar, da habe ich auch verkackt. Und darum werde ich ihn jetzt ausprobieren, mit euch zusammen. Und ich habe da einige Tipps von meinem Diamant-Trainer in Anführungsstrichen bekommen. Und jetzt schauen wir mal, was das jetzt hier wird. Erstmal tanzen. Mann, das ist langweilig. Minions have spawned. Minions? Ach ja, und ich habe gerade mir einen Account auf Nordwestamerika gemacht, weil Nordamerika, weil der Server hier ständig abschmiert. Ich werde das auch einfach auf Nordamerika zocken will. Darum ist mein Let's Play jetzt Englisch, sollte aber kein Problem sein, da ich ja die meisten Begriffe kann. Who wants a piece of the champ? Imagine if I had a real weapon. Nein, nicht mich angreifen. Greif den komischen Jungle an, bitte. Bam, ich helfe mir mal so. Eine AP-Attacke, es fühlt sich ja recht schnell auf. Wie viel kostet das? Ich glaube 35, nee, 60. What the fuck? Hallo, Pentagelente. Oh, das war der falsche, wollte ich ganz treffen. Let's go, let's go! Tja, keiner kann dich leiden, weißt du das eigentlich? So. Da hat er schon seinen ersten Heal-Trank geschluckt. Jetzt mal meine Attacken, damit ich nicht so nah an den Panzer ran muss. Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Er klopft währenddessen weiter fröhlich auf die Viecher drauf ein. So, jetzt fange ich damit vor. Hydrang schlucken. Oh, und da. Das habe ich nicht bekommen. Und da habe ich noch was. Wir fahren uns jetzt einfach langsam und bestätigt hoch. Da haben wir den Großen noch erwischt. Nein, schade. Den haben wir auch nicht mehr geschafft. So. Go. Right back at you. Super bekommen. Der Bekannte kann da ruhig vor unserem Thron rumstehen. Wir haben noch einen Heal-Trank. Er hat glaube ich keinen mehr. Pante, Pante, Pante. Nein, hat keinen mehr. Let's go, let's go. Er pokt uns mit seinem Sperren, hat aber seinen Mana schon halb verbraucht. Okay, so ich sag, er hat sein Mana verbraucht, guck mein Mana an. Mana alle. Scheiße. Ist schlecht gelaufen, ne? Nein! Und go. Und go. Was? Nicht bekommen. Auch nicht bekommen. Okay. Auch den habe ich nicht mehr bekommen. Auch Pante tut gerade seine Aggression einstellen. Oh, schade, dass wenn ich mit dem Sven nichts bekomme. Wie viel hat er denn? Er hat 16. Da habe ich wieder verkackt. Da habe ich wieder verkackt. Nein, wieso verkacke ich alles? Da. Let's go, let's go! Der war meiner. Dann haben wir uns beide angegriffen, habe ich schon irgendwie gewusst, dass er mich auch angreift. Schade. 19 zu 19. Let's go,
Da hat er mich bekommen und ich schlug einfach einen Heal-Trank und dann habe ich das auch erledigt. Come on already. First blood. Und da haben wir das erste Blut hingelegt. Jetzt kann man nicht rankommen, ne? So. Can you handle this? Ich glaube, ich gehe dann... Nee, ich glaube, ich gehe noch nicht back. Das bringt nichts. Er hat mehr Farm als ich. Kriegt aber keinen Kill dadurch. Tut sich nicht hochstecken und Panz im Endgame ist mega hässlich, wenn er sich hochstecken tut. Da hat er einen Groß nicht bekommen. Aber ich habe ihn bekommen. Come on already. So. Ich kann da nicht ran, sonst greift er mich gleich wieder an. Can you handle this? So. Ja, die Ulti hat es jetzt nicht wirklich gebracht, ist aber nicht wichtig, weil die Ulti habe ich so oft. Verklickt, schade. Oh. Hier müsst du nur mal an mich ranspringen. Obwohl, der würde mich wahrscheinlich sogar noch sofort killen. So, okay, ich gehe mich jetzt weg. Er hat seine Ulti, hat auch genug Mana. Für die Ulti. Das tue ich mir nicht an, darum gehe ich weg und hole mir den Stein. Und dann hole ich mir einfach gleich nochmal einen Mana-Stein. Und noch zwei Heal-Tränke. Let's go, let's go! Und da habe ich die Ulti, das wird mir sie gefahren. So. Das lief doch super, da habe ich ordentlich gefarmt, habe ihn fast aufgeholt. Ulti habe ich gerade nicht mehr, macht aber nichts. Ich habe auch so gut wie gar keinen Mana verballert dadurch. Da ist Panzer zurückgekommen. Na Panzer, du alter Haudegen, du. Don't hold me up. Da habe auch ich ihm ordentlich Schaden zugesetzt. Und ich habe noch Heiltränke. Wenn du was er hat. Panda, hat keiner Heiltränke mitgenommen. Ja, wenn ich jetzt nochmal an ihn rankomme, dann wird das böse für ihn. Boah, hat mich wirklich gekillt. What the fuck? Genau deswegen spiele ich ungern Top. Ich denke jedes Mal, okay, jetzt hast du ihn, jetzt weißt du, jetzt kriegst du ihn auf jeden Fall, dann kommt der an, macht irgendwelche 1000 Attacken auf mich und ich sterbe sofort. Wo ich mir denke, okay. Und ich meine, da spiele ich selber Panzer und weiß, wie er eigentlich funktioniert. Can I have a gank? Fragezeichen. Ja, vielleicht ganz cool, um das jetzt auszugleichen, was ich gerade verbockt habe. Ja, aber immerhin hat er mehr Farm als ich und jetzt auch noch mehr. Und jetzt auch noch ein Kill, das ist doof. Ja, ich habe ihn gefunden. Das ist jetzt doof, ne? Ist er runtergegangen, hat sich einen Kill geholt. Genau das, was eigentlich... Ich muss sagen, das hat mir der Diamantspieler zum Beispiel abgeraten, dass ich sowas machen soll. Come on already.
So. Dadurch muss der Panzer jetzt weggehen. Er hat seinen Jump nach mir gewastet. Das heißt, er kann keinen Jump nutzen momentan. Ich will hier ganz kurz mal die Viecher wegmachen. So. Dadurch ist sein Tower jetzt kaputt. Allerdings hat er jetzt 2 Kills bekommen. Das ist auch doof. Ich bräuchte mal Hilfe. An enemy has been slain. Don't hold me up. Ich glaube, der Panda hat da noch ein Boot drin. Let's go, let's go. Also zumindest farmt er nicht mehr, das ist gut. Ach schade, nicht mehr bekommen. Ach, der ist schon wieder unten. Na okay, jetzt hole ich mal seinen Tower, das kann er wissen. An enemy has been slain. An ally has been slain. An ally. Ich weiß nicht immer alles, was ich dort habe, um die ganzen Minions wegzuballern. Also ist unten, ich hoffe, er macht keinen Kill jetzt. An enemy has been slain. Komm schon. Du, bei Ryze, da macht zu wenig Auto, denn... Oh mein Mann, das hat er. Fand ist auch gleich wieder da. Ja, sowas in der Art habe ich mir gedacht. Und er hat 3 Kills. So, ich gehe mal weg. So. Dann hole ich mir jetzt mal das Ding. Das funktioniert noch für das hier, gell? Genau, also jetzt hole ich mir dann das. Der Panzer macht ganz komplett stehen. So, mein Tower hat er konnte nicht down gekriegt. Mist. Oh mein Gott! So. Ich habe 63 Farm, Pande kommt gerade zurück. Er hat 60 Farm, also ist jetzt unter, wenn mir das den Farm angeht. Das war's dann aber auch. Er hat ja Delay. Ja, komm. Wieso slowt er mich? Seit wann slowt Pande? Your team has destroyed a turret. Hä, das raff ich jetzt nicht. Der kann doch gar nicht slowen. Okay. Unstoppable. Also langsam bräuchte ich echt Hilfe vom Jax, weil sonst wird das hier gar nichts mehr. Enemy double kill. Jetzt kriegt der meinen Turm sogar noch wirklich down und ich seinen halt nicht, hab seinen nicht bekommen. Jack sollte sich jetzt echt beeilen, weil Panzi geht gerade mega ab, 4-0. Mein Tower ist down. Och Jax, ich sitze. Jetzt renne ich da mal rein, keine Ahnung. Na also. Er versucht mich mal anzugreifen, war vielleicht kein Fehler von mir, jetzt vielleicht wäre er noch entkommen. Ich war mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich ihn kriege. Aber das wird einer der wenigen Dinge gewesen sein, wo ich ihn bekomme. So, jetzt hole ich erstmal ganz kurz die Minions alle weg. Ich muss dann eh weggehen wegen der Kohle, die ich gerade bekommen habe durch Pante.
Jetzt hauen wir den Tower da down, damit hier gleich dann entsteht. Und weiter geht's. So, Da renne ich mal. Ich bräuchte Hilfe, Jakes. Right back at you. Jakes. So, und er ist down. Nice. Kurz ein Stück verdienten Kaffee. Und dann holen wir uns jetzt das andere Item. Wo war das gerade? Hier. 1100, dann hole ich mir die erstmal Schuhe, um ein bisschen mobiler zu sein. Und gehe auf meine Lanes, obwohl die ist gerade gut gepusht, da brauche ich eh nicht drauf gehen. Wo ich erstmal hoch. Dann sehe ich ja, ob Hunter sich unten einmischt, weil wenn das der Fall ist, dann pushe ich oben, solange bis ich nicht mehr sehe. Das sind momentan drei Leute auf der Lane. Da ist Panther. Uncool. Er ist immer noch da. Okay. Flächenschaden und go. Er ist immer noch unten. Jetzt geht er gerade weg. So, und da bin ich. Und die stirbt. Komm schon! Nice. So. Panne kommt runter, Vorsicht. Ne, wir gehen alle hin. Das wird gut jetzt so. Oben ist er. Alle hoch. So, drei Leute kommen hoch. Go. Come on already. Das schafft er nicht. Go. Boah, war das knapp, ey. Oh mein Gott. Renn um dein beschissenes Leben. Don't hold me. Oh mein Gott. Ich hab ihn gekillt. Sorry, Trash. Thanks for help. An enemy has been slain. Alter Spiel. Ja, doch, kriegt er. Double kill. Nice. So, mir fehlen noch 30. Da warte ich ab, was hat er gerade geschrieben? Reward of Boat Died is on the way. Okay. Hab zwar keine Ahnung, was Reward of Boff Died. Wir sind auf der Botze aufgestorben wahrscheinlich oder sowas. So, warte mal. Grants Ability Power 3% des maximalen Manas, okay. Okay, für jeden Spell, den ich rauskriege, kriege ich 8 Mana dazu. Das ist genauso bei dem anderen Item, glaube ich, gewesen. Und dafür haue ich jetzt, also da kriege ich jetzt gleich eine ganze Menge Mana dazu. Hier kann man gucken, ob es sich ist. Ne, das macht das nicht genau. Aber das hier macht das nicht. Jetzt kann man hier Bonus Mana, habe ich 290. Man sieht schon, das war schon auf dem Vor-Item. Oh mein Gott, Trash.
Helft ihr um! So. Ich habe 100 Farmers, das ist das meiste im ganzen Team. Panzer! Oh mein Gott! Panzer! Oh mein Gott! Das ist der Panzer! Kill ihn! Okay, gut. Leute, hier, Dragon. Dragon. Ich hoffe, Jax kommt gleich, weil allein schaffe ich den nicht. Auch mit Dings zusammen wird das sehr schwer. Ah, da kommt auch nur guck mal. Sehr nice. Oh, ich habe echt Hilfe. Jax. Ich geh da mal. Da war dann also ein Wardstill. Das war eine ganz dumme Aktion, aber jetzt. Komm schon. Und du bist der Hund, ups, falls ihr euch noch fragen solltet, weil er auch LP heißt. Ich habe schon mit ihm geredet, er macht keine Let's Plays. Ammo, Mana, Cooldown Reduction. Also wenn da jetzt jemand vorbeischauen wollte, könnt ihr euch auch sparen. Ihr könnt trotzdem vorbeischauen, er sagt, aber er macht auch keine Balls ihm, weil er sich noch schlecht findet. Da ist Panther wieder, der will Stress anscheinend. Let's go. Hallo Panther, na du. Du bist auch einer von der Hirnobstsorte, ne? So. Ja. Wie er sich zurückzieht auf einmal. Komisch. So, ja, aber Ryze macht halt im Endgame mega viel Schaden. So, damit ich nicht überrascht werde von ihm. So. Den hab ich nicht mehr bekommen, schade. Rampage. So, dann gehen wir da runter mal. Shut down. Come on already. Drei Leute sind hier. Und go. Go. So, der ist wert hoch. Pantheon AD, ja, ist bestimmt klar, dass der AD geht, wo sollte der auch sonst gehen. So. Da ist Panther. Let's go. Kommt mir aber keiner hinterher, deswegen lasse ich's. Im Gegenteil, hier kommen eine ganze Menge Feinde jetzt auf mich zu. Signalisiere mal, dass ich einen Arsch offen habe. Das ist den Popo. Meine Lane ist gepusht, Z pusht die andere Lane. Ohoho, da sollte jetzt aufpassen. Ohoho, da sollte alle aufpassen. Ja, Warden runter, Warden brauche ich nicht, das bringt nichts gegen drei Leute. Go. Hier, Panther. Oh mein Gott! Haha, ich hab noch bekommen, schön. Und die beiden kriegen die Morgana jetzt auch. Ja, komm. Da hat er sie und jetzt
Oh. 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 Und go, 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 go. Wundervoll. Trash hat sie noch bekommen. Nice Trash. So, okay. Come on already. Aber ich weiß, wo ich mich hin TP jetzt. Oh. China, was ist? Wer macht den meisten Schaden, mein Lieber? Wer macht den meisten Schaden? An enemy has been slain. Let's go, let's go. So. Dann tue ich mich mal an seinem Viehzeug hier gütig. Dann ist er nicht sein, aber er wird es vielleicht holen wollen. So. Oh. Miss Fortune, da passt schon mal auf, da gehe ich lieber nicht hin. Ich gehe lieber gleich mal weg, bevor ich hier wirklich noch sterbe. Obwohl, ich muss ja das Kleinzeug hier noch holen. Pant ist gerade da. Yes. Sehr schön. Ja, Pant ist halt im Late Game. Das mache ich auch den Fehler oft, dass man denkt, Pant ist so unsterblich jetzt. Dann geht man im Late Game halt mega aggressiv drauf und dann stirbt man, weil Pant dann doch gar nicht so stark ist, wie man glaubt. Wisst ihr was, wenn da oben gerade nicht gefarmt wird und die alle hier sind, dann bewege ich mein Gesäß einfach mal nach oben. Doch, scheiße. Ne, jetzt zwei Tode sehen, also nicht von uns. Sag ich doch. So. Die gute Fähigkeit von Rice F ist ja, dass er seine Attacken, dass seine Attacke 1% Up-Cooldown bekommt, wenn er eine andere benutzt, seine Spells. Das heißt, man kann die Spells mega schnell benutzen und braucht keine Cooldown Reduction. Man sieht das hier mit den Attacken, immer wenn ich eine Attacke waste, dann kommen die nächsten Cooldown Reduction. Das ist eigentlich mega gut gemacht. Und jetzt brauche ich Hilfe. Ach, dieser Panther. So, Panther haben wir kaputt gemacht. Panther ist, glaube ich, mega sauer gerade, dass er nichts mehr hinbekommt. Oh, das sieht knapp aus, das sieht böse aus, das sieht... Schade. Schade, schade, schade. 5-5-4 haben wir mit dem Rice jetzt, das sieht ganz okay aus. Ich weiß genau, wie das gerade abgelaufen ist. Bumm, tot. Ah, ich liebe Kog'Maw einfach. Das ist so ein geiler Gem. Boom, tot. So, dann packen wir uns mal den Spell Rampire jetzt rein, weil... Cooldown Reduction, okay, das ist nicht so witzig, aber der 20% Spell Rampire ist mega heftig für Rice, weil der ja seine Spells rauskloppt wie faule Äpfel, was weiß ich. Ich weiß nicht, wie man faule Äpfel rauskloppt, aber wenn man die rauskloppen würde, dann würde man das wahrscheinlich genau so tun. Da stirbt Panty schon wieder, der ist einfach viel zu aggressiv. Aber ich bin alles aggressiv. Das Gegnerteam spielt komplett sehr aggressiv. Oh oh, boah, hat der ein Schwein. Hätte das nicht rechtzeitig geschafft, wäre er gestorben. Ich farm mich mal noch ein bisschen hoch. Das ist mit Rice immer sehr gut. Ihr seht hier, wir haben jetzt hier den Seraph, den Seraphie, keine Ahnung, was wie das jetzt auf Deutsch heißt. Ich glaube, Umarmung des Seraphen oder so heißt das Ding. Wir holen jetzt mal hier den Red Buff, der bringt mir jetzt zwar in dem Sinne nichts, aber es ist auch keiner da von uns, der den gerade holen könnte. Und der spawnt hier in 5 Minuten wieder. Außerdem ist es mir gegen den Drachen, den ich gleich alleine platt machen werde, sehr angenehm, wenn ich da noch ein wenig Feuerunterstützung habe, die man ja bekommt durch den Red Buff.
Oben sieht's gut aus, alle drei Türme sind im Bedrängnis. Er schlägt die Killing Spree, da steht ein Ward, den hau ich auch gleich noch kaputt. Alles Intro. So, ich glaube einfach hier die Attacken, ihr seht das hier schon, die Attacken, die leuchten dann immer so auf, hier, und da leuchten die anderen Attacken jetzt auf. Jetzt leuchten die anderen Attacken auf. Leuchten die auf, dann leuchten die auf, dann leuchten die auf. Dann habe ich hier meine Ulti. Ulti begibt sich dann durch natürlich extrem hart, weil der Cooldown der Ulti auch jede Sekunde zurückgeht. Also brauche ich ungefähr 10 Attacken und dann ist meine Ulti wieder da. Ist schon mega heftig, was der raushauen kann. Und dann kriegt er ja noch seine, seinen Bonus. Okay. Das ist geil, das schaffe ich echt nie. Legendary ist sowas, das schaffe ich nie. Ich weiß noch nicht warum, aber ich krieg's nie. Er scheint mega abzugehen, der Alter. Die alte Nazi. Can you handle this? Natürlich kann ich das handeln. Guck doch mal an hier, wie ich hier abgehe mit Rice. Chim chim. Right back at you. Okay, jetzt. So, Ulti an und... So, das war's mit der feindlichen Wave. Ich gehe mal ein Stück zurück, falls hier irgendeiner kommt. Aber ich glaube, da wird so schnell jetzt keiner mehr kommen. Oh, tschüss. Da habe ich mich weggeportet und dann porte ich mal hier hoch zum Set. Ach schon, komm her. Damit hat der Band jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ah, ich kenne das doch selber gut von Panzer, wenn ich anfange. Okay, 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 greif an, greif an, greif an. Nein, ich hab kein Mana mehr! Ich hab kein Mana mehr! Oh mein Gott, ich hab kein Mana mehr! Oh mein Gott! Oh Mana, Mana, Mana. Ich lasse hinter mir laufen, bis ich mein Mana wieder habe. Nee, nee, passt schon, passt schon, passt schon. Your team has destroyed an inhibitor. Warte. Merp, merp, merp. So. Dann gehe ich mal weg. Back for mana. Back for man. Ich muss mal kurz back. Back for man. Okay, dann holen wir uns jetzt natürlich... Ne, warte mal, das mache ich jetzt gleich. Und zwar, was natürlich noch fehlt bei jedem AP-Champ, egal wann es ist, ist Rabadon. Und damit gehen wir jetzt zurück. 600 AP. Ich schau mal ganz kurz, wie viel unser Spell macht. Unser Spell macht 400. 600 Schaden macht unsere Q. Die hier macht... die macht 350, das Ding macht 560, macht 700 und die Ulti gibt mir Spell Effekt, Movement Speed. Die nehme ich gleich mal zu laufen. Stimmt, das vergesse ich ständig. Und jetzt geht's ab hier, wenn ich jetzt wirklich hier reinrenne. Ich hoffe, ich überschätze mich nicht, aber ich glaube, das wird jetzt sehr böse enden. Wieder zum Beispiel. Ich denke von rein und so, da habe ich die Türme gefunden. So, tot. Und sie stirbt in Base, in Base, in Base. Schon in Base. Nice. Stirbt die auch in Base? Oh, schade. Die war ja AFK. Jetzt müsste es gewesen, wenn die in Base gestorben wäre. Victory!